Hallo meine Lieben, jawohl, Tag 7 unserer 7-tägigen Apps-Challenge ist erreicht. Heute ist unser finaler Tag und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert den Kanal, liked dieses Video und wenn ihr wissen wollt, was es heute zu gewinnen gibt an unserem finalen Tag, dann schaut mal bei mir auf Instagram vorbei, darüber würde ich mich sehr freuen und da wird verkündet, was es zu gewinnen gibt und wir starten jetzt direkt los und wir gehen runter auf unseren Boxeball. Come on! So ihr Lieben, heute wird es nochmal final brutal. Wir drehen den Boxeball um und wir rücken den Ball an das Kopfende unserer Matte. Eine sehr schöne Übung sind ja unsere Mountain Climbers und dazu kommen wir nun direkt jetzt. Wir greifen an den äußersten Rand unseres Boxeballs und wir kommen in die Plank Position. Stabilisiert euer Becken, spannt den Bauchnabel feste zur Wirbelsäule. Und es geht aber dieses Mal im Tempo 30 Mal. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nochmal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und die letzten 10. Come on. 9, 8, 7, 6, 5, 4, noch 3, noch 2, noch 1. Und geschafft. Kommen wir zur nächsten Übung. Dazu drehen wir unseren Ball um und zwar gehen wir hier rüber, draufsetzen. Bei unserer zweiten Übung brauchst du eine Kurzhantel. Setze dich mittig auf deinen Boxball, lehne dich etwas zurück, finde deine Balance, löse die Beine von der Erde und komme in die Streckung. Und wenn du jetzt kannst, gehen wir in unsere Criss-Cross Position. Und wir gehen gleichzeitig mit den Armen hoch. Das Ganze 30 Sekunden ab jetzt. Die Zeit läuft. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und nochmal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super anstrengende und mega effektive Übung für unsere seitlichen Obliques. Kommen wir zu Übung Nummer 3. Okay, ihr Lieben, wir drehen den Ball nochmal um. Und zwar auf diese Seite hier. Und dann kommen wir in die Plank Position, aber die Beine gehen auf den Ball. Wer keinen Ball hat, der macht das einfach auf der Matte. Stabilisiere deinen Bauch und wir gehen mit dem Kopf in die Verlängerung der Wirbelsäule und nun löst du den linken Arm, balancierst dich auf die rechte Seite rüber und gehst in die Shoulder Taps und andere Seite und auch nochmal links und rechts, das Ganze 30 Mal, los geht's, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nochmal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, die letzten 10, 9, 8, 7, 6, noch 5, komm schon, 4, 3, 2, 1, und wir senken uns elegant ab und kommen in unsere Ausgangsposition. Und das war's auch schon mit unserer 7-tägigen Apps-Challenge. Und wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere den Kanal. Ich würde mich total darüber freuen. Und schau mal schnell auf meinem Instagram-Profil vorbei, runninggirl_linda. Und dann siehst du auch, was es zu gewinnen gibt. Und wer noch zusätzlich seinen Beckenboden kräftigen möchte, vor allem in der Schwangerschaft oder auch nach der Geburt, der geht einfach unten in die Infobox auf den Link zu meinem eigenen Beckenbodenkurs für 8 Wochen. Okay, ihr Süßen, ich sage Dankeschön fürs Mitmachen. Tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal.